In der momentanen Situation ist ein Zusammentreffen im Lagestab der Stadt Bad Soden am Taunus vorgesehen. Der Lagestab ist das Führungs- und Leitungsgremium, das bei internen oder externen außerordentlichen Lagen, die eintreten, die außerhalb des alltäglichen Routinebetriebes sind, die Führung, Leitung und Koordination übernehmen. In diesem Lagestab sind die Führungsspitzen der Verwaltung drin, genauso wie die nicht polizeiliche Gefahrenabwehr, wie auch der Bereich Rettungsdienst, Sanitätsdienst, der dort abgebildet ist. Und wir versuchen, auf die momentane Situation, die sich herausfordernd an uns stellt, dementsprechend hier zu koordinieren, zu leiten, zu disponieren und eben ja, zu antizipieren und vorauszuplanen für den Fall, dass wir in den nächsten Wochen, Monaten mit sehr vielen Menschen rechnen müssen, die aus der Ukraine hier nach Deutschland kommen. Derzeit beschäftigen wir uns im Lagestab intensiv mit der Frage, was machen wir, wenn in vielleicht einigen Wochen von heute auf morgen ganz viele Menschen aus der Ukraine kurzfristig Unterkunft finden müssen. Wir haben dafür bei uns eine Liegenschaft, die für solche Fälle vorgehalten wird. Das ist die Hasselgrundhalle. Da geht es darum, jetzt in unserer Arbeit, wie organisieren wir das genau? Was passiert mit den Angeboten, die sonst in der Halle sind? Da hatten wir auch schon ein gutes Gespräch mit den Sportvereinen gehabt. Und genau das sind im Moment die Themen, die uns aktuell intensiv beschäftigen. Ja, wenn wir von heute auf morgen in die Situation kommen, dass wir eine Zahl von Menschen unterbringen müssen, sind wir in der Lage, innerhalb von 24 Stunden die Hasselgrundhalle umzubauen in eine Notunterkunft. Das hat schon einmal stattgefunden, 2015 in der damaligen Flüchtlingswelle. Dann werden Feldbetten aufgebaut, es wird eine Versorgung hergestellt mit natürlich Essen, mit Entsorgung und allem, was dazugehört. Und parallel dazu müssen die Angebote, die sonst in der Halle sind, woanders untergebracht werden. Die momentan größte Herausforderung ist letztendlich die Logistik, das heißt das Beschaffen von Unterbringungsmöglichkeiten, wie man so schön sagt, Feldbetten oder Betten im Allgemeinen, dass man die Personen auch wirklich irgendwo hinlegen kann und betten kann. Das gestaltet sich momentan sehr, sehr schwierig, weil natürlich überall in ganz Europa die Nachfrage nach diesen Produkten momentan immens ist. Man muss sich auch vorstellen, dass bei solchen Familien natürlich auch der Bedarf nach einer sozialen Versorgung da ist. Da versuchen wir natürlich auch zu unterstützen und würden in der Hasselgrundhalle, sofern wir sie dann einrichten müssten, für eine besondere Lage dort auch Räume schaffen, in denen dann auch die Familien die entsprechende Hilfe bekommen, Gespräche und die professionelle Hilfen dort unterstützend durchgeführt werden können. Derzeit ist es so, dass die Flüchtlinge sich bei unserer Abteilung 50, also Kinder, Jugend, Senioren und Soziales, melden können. Dort wird dann geschaut, welche Bedarfe bestehen und natürlich stellen wir dann die Kontakte zu den entsprechenden Stellen her.